Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video an einem Freitag wieder. Ich freue mich wirklich sehr drauf, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Endlich wieder dreimal die Woche für euch Videos zu produzieren. Gestern Abend, kann ich euch sagen, kam mir die Blitzidee. Ich musste sie jetzt heute schon umsetzen, beziehungsweise will sie heute umsetzen. Und zwar habe ich überlegt, es wäre mal super cool, meine Freunde mit in dieses Video einzubeziehen. Und zwar, in der Tat, ich habe Freunde. Ich kann euch sagen, ich bin natürlich mal böse, wenn ihr den Verdacht habt, ich bin friendslos. Aber genau, meine Freunde sind eher kamerascheu, das ist auch total verständlich und das respektiere ich auch und deswegen zwinge ich sie natürlich nicht vor die Kamera. Aber ich habe mir gedacht, es wäre super, super cool, wenn sie quasi übers Telefon, ich werde jetzt heute im Laufe, ja, 4 Freunde für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snack anrufen und die werden jeweils mein Essen bestimmen. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich euch sagen, weil die keinen Clou haben. Also die sind da genauso unvorbereitet drauf, wie wir alle hier gerade. Genau, ich würde sagen, ich packe schon mal alles ins Auto. Ich gehe einkaufen oder zum Bäcker oder was auch immer, Drive-In. Ich rufe als erstes eine Uni-Freundin an, eine ganz, ganz süße Maus. Die kennt ihr auch vielleicht durch den legendären Spruch, alles für den Po. Den hatte ich damals von ihr aufgegriffen und seitdem ist es mein Motto geworden. Ihr wisst es ja, unser Motto, hoffe ich vor allem. Let's go! Ich probiere es jetzt mit Telefonieren. Sollte sie jetzt nicht dran gehen, dann muss ich halt auf WhatsApp oder so schreiben. Aber ich dachte halt, Telefonieren ist cooler, weil ihr dann vielleicht auch die Stimmen hört. Ist hier kein geschauspielertes Konzept, sondern wirklich mega spontan. Ich bin jetzt auch voll aufgeregt. Hoffentlich geht sie dran. Hello! Hallo! Na? Geht's dir gut? Ja, und dir auch? Freut mich. Ja, alles gut. Ich hoffe auch, störe ich dich gerade bei irgendwas? Nö, alles gut. Okay, perfekt, perfekt. Und zwar drehe ich heute ein YouTube-Video und zwar spielen da heute die Friends eine große Rolle. Ich dachte, ich lasse euch heute mal mein Essen bestimmen und du bist die First One. Ist das nicht cool? Ich fühle mich geehrt. Wirklich? Hast du Bock? Freust du dich? Ja. Oh, das freut mich. Ich bin so hyped. Du darfst als Erste mein Frühstück bestimmen. Egal was, auf was du gerade Bock hättest oder was du mir heute aufgeben willst. Just decide. Ich bin gespannt. Hau raus. Also wenn du... Klingt gut. Ja, also ich habe auch schon direkt eine Idee. Echt? Ja. Oh, okay. Diesen Proteinshake, diesen Kokos-Proteinshake mit Mango. Keine Ahnung, den hatte ich dir schon immer gesagt, dass du den machen sollst. Ach ja, den ich bescheid... Auf jeden Fall. Und der ist wirklich so lecker. Also deswegen, den musst du auf jeden Fall mal ausprobieren. Safe. Ich habe auch keine genauen Mengenangaben, aber ich habe halt... Alles gut. Einfach so einen Scoop. Dann noch ein bisschen TK-Mango und dann halt entweder wie man mag, Wasser oder du kannst bestimmt auch so Kokosmilch oder so für den Geschmack noch und dann halt einfach bis die Konsistenz stimmt. Dann noch so richtig basic, einfach so ein Brot, so ein dunkles Brot mit Avocado, was du entweder machst du das in Stücken oder halt du machst so eine Guacamole draus, wie du magst. Ja. Und dann noch so ein pochiertes Ei. Mega. Sounds fancy. Brochiertes Ei. Ich glaube, ich habe sowas noch nie gemacht. Ja. Oh, geil. Also, bei mir klappt es auch nicht immer, aber also vielleicht bist du ja dafür talentiert. Oh, du kennst mich, ich bin ja eher nicht so, aber wir geben uns ein bisschen. Ja, mega. Auch ja. Danke schön. Da freue ich mich voll drauf. Ja, und nochmals, dann ja. Kommt vielleicht auch deine süße Seite hier ein bisschen. Oh, zwar, ja, hau raus. Wenn das beim Bäcker irgendwas mit Zimt gibt, also ich weiß nicht, ob... da euer Bäcker so eine große Auswahl hat, auf jeden Fall irgendwas mit Zimt, was Süßes. Ansonsten gibt es ja auch im Supermarkt immer so diese abgepackten Sachen, die sind zwar nicht so lecker wie vom Bäcker frisch, aber kannst ja da mal schauen. Genau. Du bist süß, gell? Denkst an den süßen Zahnmus. Geil. Kann ich... Ach, cool. Ich freue mich. Ich schicke dir da mal die Bilder. Guten Appetit hier. Und Dankeschön. Video danke. Ja, du, ich auch. Wie aussieht. Dir noch ganz viel Spaß heute bei dem, was du machst. Ja, ich bin auf der Arbeit gerade. Oh, noch viel Spaß. Oh Gott, da rufe ich dich gerade an. Hast du gerade Mittagspause? Oh Gott. Ja, hab Mittagspause. Oh, okay. Ja, perfekt. Okay. Sie hat Mittagspause. Ich frühstücke jetzt. Läuft. Okay, Freunde. Ich würde sagen, es ist doch ein erfolgreiches Frühstück. Werden wir auf jeden Fall fündig. Wir driven jetzt los. Oh, ich werde schon voll. Es ist so warm im Auto. I'm excited. So ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause und habe alles eingekauft fürs Frühstück und ich habe mir mal ein bisschen Babypuder in die Haare gemacht. Ich glaube, ihr seht keinen großen Unterschied, aber ich dachte, ne, der Wille zählt. Ich mag jetzt auch nicht ganz mit fettigen, nassen Haaren da vor euch sitzen, das will ich euch auch nicht antun. Jedenfalls,
Ich habe alles bekommen. Ich werde jetzt anfangen mit dem Brot. Da habe ich nämlich am meisten Angst vor. Und zwar geht es ja da um das broschierte Avocado-Brot. Genau, da habe ich einmal kein Brot kaufen müssen. Das hatten wir eh noch da. Und zwar ist es hier einfach so, ja, kerniges Brot. Dann natürlich ein Avocado. Und Eier hatten wir keine mehr. Habe ich mir jetzt einfach beim Teegut reduzierte mitgenommen. Also ich dachte, nehme ich jetzt einfach mal mit. Würde sagen, ich mache das jetzt mal. Shake nehme ich euch auch jetzt einfach im Zeitraffer mit. Und dann sehen wir uns gleich zum Schlemmen. Und ich freue mich wirklich sehr. Also es sieht sehr gut hier aus. Freue ich mich. Ein bisschen Angst. Hat schon mal jemand von euch broschiertes Ei gemacht? Bin ich da wirklich echt die Letzte? Aber wenn es schmeckt und es jetzt echt gut klappt, dann mache ich das doch häufiger. Weil fancy sieht's aus. Sie hat mir jetzt gerade extra schon ein Bild geschickt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und jetzt machen wir uns mal einen Shake, denn wir können gleich losschlemmen. Wow, wie talentiert kann ein Mensch sein? Okay, ihr Lieben, es wäre ja auch so schön gewesen, wenn das Ei wie gepellt aussieht. Sieht eher ein bisschen traurig aus, aber es ist das erste Mal. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall zum Ziel gesetzt, es weiter zu üben, und ich sage euch irgendwann im Food Diary, da sieht es wirklich glänzend aus. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie mein Frühstück aussieht. Der Shake, der ist mir immerhin gelungen. Ist jetzt auch nicht so schwer, ich weiß, aber er ist mir gelungen. Wenigstens das. I'm sorry, sei nicht enttäuscht. Ich habe mein Bestes gegeben. Das ist jetzt mein fertiges Brot. Ich habe mir jetzt einfach mal zwei gemacht. Und dazu habe ich mir jetzt, wie gesagt, den Shake gemacht. Der ist auch randvoll, es ist sogar immer noch hinten was über. Also ich lieb's. Ihre Portionenangaben sind schon mal der Hammer. Aber das weiß ich. Wir essen immer, wenn wir uns auch immer sehen, so viel zusammen. Also sie schlemmt so gerne und so viel wie ich. Deswegen verstehen wir es wahrscheinlich auch so gut. Werde ich jetzt mal probieren. So, Salz, Pfeffer ist drauf. Also selbst wenn mein Ei jetzt nicht so gut aussieht, man schmeckt aber definitiv den Unterschied von broschiertem Ei. Broschiert? Ich weiß nicht mal, wie das heißt. Oh mein Gott. Ich habe gar keinen Plan. Aber es schmeckt, Himmelherrgott nochmal, Hammer. Vielleicht nicht die schönste Weise zu essen, aber definitiv mega lecker. Oh ja. Sie weiß, was gut ist. Sie weiß, was gut ist. Das ist wirklich der leckerste Shake mit Proteinpulver und gefrorenen Beeren, den ich mir je gemacht habe. Probiert es auf jeden Fall aus. Ich schreibe es euch unten in die Infobox. Der schmeckt so Hammer. An der Stelle auch, meine Lieben, ich habe es natürlich nicht vergessen oder möchte dieses Thema totschweigen oder sonst irgendwas in der Art. Ich wollte mich jetzt nochmal äußern bezüglich meines vorletzten Videos, das am Sonntag online gekommen ist, in dem ich einen Tag lang in der Schönklinik gegessen habe. Und ich kann einfach nicht mehr sagen, als dass es mir wirklich aufrichtig leid tut. Meine Intention war alles andere, als diese Klinik zu kritisieren und denjenigen quasi Mut zu nehmen, in solch eine Klinik zu gehen und sich helfen zu lassen. Wirklich, Leute, das war das Letzte, was ich wollte. Und ich kann
nicht mehr sagen, dass es mir wirklich leid tut. Mein Verhalten war wirklich unreflektiert und ich habe einfach nicht drüber nachgedacht, was ich mit meinen Aussagen bewirken kann oder verursachen kann. Ich wünschte, ich könnte mich in irgendeiner Weise verteidigen, aber das kann ich an der Stelle nicht. Ich bin auch nur ein Mensch und ich habe es einfach nicht tiefgründig durchdacht, was ich damit bei euch auslösen kann. Und wirklich das Letzte, was ich möchte, ist, euch von dieser Klinik abzuhalten. Das war wirklich nicht mein Ziel, um Gottes Willen. Also ich hoffe, ihr kennt mich gut genug, dass ich euch hier wirklich helfen möchte. Und ich bin super stolz an jeden, der den Mut hat und sich helfen lassen möchte und in solch eine Klinik geht. Ihr habt ja auch die Kommentare gelesen. Es waren ja zahlreiche, dass es so vielen geholfen hat und dass dieses Konzept natürlich auch zu 1000% durchdacht ist. Was ja auch dazu kommt, ich habe keinerlei Berührungspunkte mit diesem Thema. Ich weiß ja nicht, wie es ist, solch eine Krankheit zu haben. Und das ist eben gerade der Fehler gewesen, dann solch ein Video zu drehen und da einfach, Aussagen zu treffen, die einfach nicht ganz treffend sind und einfach nicht durchdacht genug waren. Und dafür wollte ich mich auf jeden Fall entschuldigen und es tut mir leid. Auch an alle, die enttäuscht sind von mir und die ich auch damit verärgert habe. Es tut mir leid. Wenn ihr mir entfolgen wollt, dann macht das. Ihr habt das Recht dazu. Ich kann nur sagen, dass es mir leid tut und dass ich auch mal Fehler mache. Und das war definitiv einer und dafür wollte ich mich wirklich entschuldigen. Und ich werde diesen Fehler definitiv nicht nochmal machen und so unreflektiert an das Thema rangehen. Glaubt es mir, also ich habe dadurch wirklich gelernt. Ja, eine letzte Sache noch. Ich fand es aber super, super cool und einfach nur schön von euch, dass ihr das konstruktiv mir mitgeteilt habt und mich dann nicht jetzt komplett fertig gemacht habt, sondern auch in solch unschönen Situationen zeigt das aber auch, dass ich eine Community habe, die reflektiert ist und die da nicht direkt in die Tasten losschreibt und mich hier zerdreschen will, sondern mich lieb darauf aufmerksam gemacht habt und mir das erklären wolltet. Und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und an der Stelle klingt jetzt vielleicht seltsam, aber auch habe ich auch nochmal gemerkt, dass ich wirklich stolz auf euch sein kann. Und ja, genau. Mein Brot ist jetzt, glaube ich, schon kalt. Ich esse das jetzt weiter, meine zweite Hälfte, und dann begeben wir uns zu den Zimt. Ich will das nicht verraten. Aber dann begeben wir uns noch zu meinem süßen Breakfast-Teil. Ich liebe sie wirklich dafür, dass sie sich das merkt. Wirklich. Also das zeigt mir auch, meine Freunde kennen mich gut. Esse ich jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Aufgeschlemmt und jetzt gibt's Zimt-Schnecken. Könnt ihr es mir glauben, dass ich die schon ewig nicht mehr gegessen habe? Ewigst. Oh, das ist schon dieser Teig. Ist das nicht auch so Brioche-Teig? Oder so? I just love it. Ich erinnere mich jetzt auch wieder dran. Doch. Also, wenn Mama unterwegs ist, im Bus, im Auto und was snacken möchte, warum nicht? Beim Picknick. Und faul ist, sie in Person, ist es auf jeden Fall ein guter Kauf. Doch. Kann man auf jeden Fall machen. Da weiß ich auch, das muss ich jetzt nicht zwingend an meine Familie weitergeben, dass den aufquatschen, finde ich sehr lecker. Und den Shake wirklich. 12 von 10. 12 von 10, ich muss den auf jeden Fall, den muss ich auch dem Arne zeigen, der wird umkippen, sage ich euch. So ihr Lieben, wir haben es jetzt ein bisschen später, genau genommen schon 12:45 und ich suche gerade schon wieder in meiner Telefonliste rum. Wir rufen jetzt die nächste cute Maus an und zwar hat sie den wohl schönsten Namen auf der ganzen Welt. Sie heißt Sophie. Wer hätte es gedacht, wow, bin ich lustig. Und mit ihr kann man wirklich Pferde stehlen, sag ich euch. Also eine sehr verrückte Maus, aber I love her. Ja, und sie werden wir jetzt anrufen, weil sie einen sehr guten Geschmack hat. Also auch immer, wenn ich bei ihr bin, kocht sie immer für uns, was sehr süß ist und ist immer sehr, sehr lecker. Deswegen ja, war ich doch so ein schlauer Fuchs und ziehe jetzt die gute Sophie mit dem wohl schönsten Namen raus. Hallo, na du? Wie geht's dir? Ja gut, und dir? Ey, ist ja mega, dass du gerade... Schön von dir zu hören, dass du gerade Zeit für mich hast in Frankreich. I'm sorry.
Alles cool, kein Stress. Für 2 Minuten haben wir. Okay, super. Und zwar, das ist jetzt ein bisschen spontan, deswegen, du hast auf jeden Fall auch Überlegungszeit. Ich drehe gerade ein YouTube-Video und habe beschlossen, dass meine Friends heute einen Tag lang mein Essen bestimmen. Und du bist die Zweite an der Reihe und bist für mein Mittagessen verantwortlich. Hast du Bock? Ja klar, das muss man mal kurz überlegen. Ja, überleg, kein Stress. Boah. Alles, also ich kann was bestellen, ich kann irgendwo hinfahren, ich kann was kochen, alles. Hast du irgendwelche Vorlieben? Ich esse alles. Okay, pass auf, Sophie. Ja? Mach einen Crunch-Rip. Ein Crunch, was? Ein Crunch-Rip. Probier das mal aus, das ist so lecker. Okay, danke, Maus, gell? Vielen, vielen Dank, dass es so spontan gerade ging. Viel Spaß noch, gell? Dankeschön, guten Appetit. Danke, Maus. Worst Case in diesem Video war, es geht keine Sau dran. Sie haben absolut keinen Plan. Oder Sie haben keinen Bock auf dieses Video. Diese drei Sachen hätten ja sein können, weil ich habe sie wirklich nicht vorgewarnt. Aber Hammer. Dann suche ich das mal gerade raus. Das ist von der Dagi Bee, habe ich jetzt gehört, weil da muss sie mir jetzt auch nicht extra das Rezept rausschreiben. Und wir gehen jetzt mit dem Fahrrad. Ich fahre jetzt nicht nochmal mit dem Auto. Das wäre ein bisschen zu viel heute, irgendwie 5-mal das Auto zu benutzen. Es ist schönes Wetter. Ich kann endlich wieder raus. Bin nicht eingesperrt zum Lernen, sondern wir gehen jetzt gleich nochmal los. Und werden uns Crunchwraps zubereiten. Sounds great. So, ihr Lieben, ich war jetzt gerade mit dem Drahtesel in, ich glaube, 3 verschiedenen Läden, um jetzt alles zu finden. Furchtbar, sage ich euch. Aber ich habe meinen Sport damit heute abgehakt. Crunchwraps stehen ja jetzt auf der Liste. Und vorhin am Telefon habe ich gar nicht realisiert, dass sie ja mit Crunchwraps diese Wraps meint, die ich damals so mit dem Arne verkackt habe. Wisst ihr das noch? An unserem, war das ein Cheat Day? Ja, ich glaube, es war ein Cheat Day. Ich glaube, mein erster Cheat Day oder so. Oder mein zweiter. Jedenfalls ist das ja so fett in die Hose gegangen. Die kann ich noch dran erinnern. Unsere Wraps sind wieder aufgeplatzt, weil wir sie zu fett befüllt haben. Und falsch und was weiß ich. Wir haben jetzt aber eine zweite Chance. Wir haben heute die zweite Chance, es besser zu machen. Übrigens, Arne ist jetzt auch dabei und er wird heute für den Rest des Tages mitessen. Alright? Sicher doch. Und ich werde mir nochmal eure Tipps durchlesen. Ihr habt mir damals zahlreich geschrieben, wie man das verhindern kann und die Wraps zubleiben. Das mache ich jetzt und dann legen wir los, gell? Let's go. Ich hab Hunger. Arne guckt jetzt nochmal ganz genau, wie das hier fabriziert wird. Aber wir haben uns jetzt schon eure professionelle Hilfe gesucht. Heute wird's was. Heute wird doch. Mal sehen. Heute bin ich sicher. So, ihr Lieben, ich wende gerade einer der Tricks an, und zwar Käse auf die Ränder geben, damit das schön zubappt. Und was soll ich sagen? Ihr seid die Queens. Ich liebe euch. Ihr seid so klug. How did I deserve you? Geht mir nicht in den Kopf, aber ihr seid einfach nur Genies. So, und das gute Ding geben wir jetzt, glaube ich, so rum drauf. Und ich glaube es nicht. Es wird wundervoll. Okay, nee, wir loben den Abend nicht vom Tag. So, ihr Lieben, das sind jetzt unsere fertigen Crunchwraps und ich war noch nie so stolz. Und hier ist noch Arnes, falls ihr den sehen wollt. Der hat quasi dasselbe, nur ohne Käsesoße. Wobei, du hast es auch für die Ränder verwendet, gell? Es klebt jetzt nämlich wirklich richtig gut. Hier haben wir noch ein bisschen Schmand und das werden wir jetzt essen. Let's. Ach, isst du mit Besteck? Ich dachte, wir beißen das rein, so. Wie Schweine. Na, ess ruhig mit Besteck, aber ich beiß rein. Schmeckt auch besser als der letzte, muss ich sagen. Waren diesmal weniger Zutaten als letztes Mal, was ja auch klüger ist. Und man sieht dich kaum. Was ja auch klüger ist, weil der sonst einfach viel zu fett ist.
Kommt ein bisschen zu wenig Käsesoße rein. Die ging auch mega schnell. Okay. Also kann ich euch wärmstens empfehlen. Ich verlinke euch mal das Video unten. Falls ihr das mal nachmachen wollt. Und du? Gibt's schon da nach oben? Bin zufrieden. Das freut mich. Boah, schaut euch das mal an. Sieht einfach so geil aus. Und normalerweise würdest du wie viel dafür zahlen? Wobei, ich habe jetzt Wraps eingekauft, die Nacho-Soße. Auch die Smacks, die Originale gekauft. Hackfleisch, das summiert sich schon auch. Mhm. Und es kommen nur 3 Wraps dabei raus. Also wir müssen uns gleich drum streiten, wer den dritten bekommt. Wir teilen. Du darfst richtig gar nicht mehr haben, Mann. Wirklich? Ja, wenn du magst. Wenn du magst. Nee, wenn es wirklich okay ist, meine ich. Ja. Nein, komm, wir teilen. Du kriegst 3/4, ich 1/4. Okay. Also ich will ja nicht angeben oder so. Das macht man nicht, das ist unsympathisch. Ich mag keine Angeber. Aber mit meinen Freunden kann ich ja an der Stelle schon angeben. Die haben es nicht nur in sich, was es charakterlich angeht, sondern auch was das Essen angeht, gell? Kannst du auch unterschreiben. Doch, ich bin dankbar für die Friends. Und natürlich auch für euch. Und für dich. Jetzt wird's schmalzig. Und dann bin ich an dritter Stelle noch gekommen. Nach den Friends und der YouTube-Community. Ne? Immerhin. Geil. Glückstag heute. Mehr als ich erwartet habe. Du wirst sogar lachen. Ist kein Hintergedanke. War wirklich lieb gemeint. Hier wird brüderlich geteilt. Ich habe jetzt quasi noch 3/4. Der Anna hat gerade reingebissen und jetzt darf ich das weiter verschmorsen und ich kann euch wirklich sagen, macht es nach. Okay, jetzt wird's eklig. Okay, Friends. Ich finde, es wird Zeit für einen Snack. Findet ihr nicht auch? Gab's auf jeden Fall heute noch keinen. Deswegen wird jetzt meine liebe Judith angerufen. Meine längste Freundschaft bisher. Also ich kenne sie seit der 1. Klasse. Also eine sehr lange Zeit. 21 minus 6 ist 15, ne? Ne? Ja, 15. 15 Jahre. Mann, bin ich alt geworden. Hallo. Hola, hola. Hier ist Sophie. Hi. Na, ich wollte dich mal fragen, ganz spontan, ob du Lust hättest, in einem YouTube-Video mitzuwirken. Musst auch nicht viel machen. Viel. Und zwar, hättest du Bock, einfach so jetzt random meinen Snack zu bestimmen? Egal was. Ich fahre überall hin, ich esse alles, was du mir sagst. Jetzt also. Okay. Du kannst ruhig überlegen. Also, klar, ist das von Ben & Jerry's vegane Eis in der Sorte Peanut Butter and Cookies. Ich hab's noch nicht probiert, aber es klingt geil. Das klingt, weißt du was, ich hatte mir letztens die Nachmache von Lidl gekauft und das war schon richtig nice. Und ich habe mir schon immer gesagt, irgendwann wenn du mal Ben & Jerry's holst, dann holst du ein veganes. Ich glaube, es wird schon ganz nice. Okay. Mein Mund tut noch weh. Ach ja, stimmt, du hast die Weisheitszähne, gell? Was? Ja. Oh, Girl. Gute Besserung noch weiterhin. Aber dann ist dein Eis gut. Du kannst ja mit mir in Entfernung essen. Ja, ich stoße den Löffel mit dir an. Okay. Okay, ja, danke dir. Dann... Ja. Drive ich mal los. Mach's gut, gell? Und ruh dich noch gut aus. Ciao. 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 Es gibt ein Eis. Ihr habt's hoffentlich gehört. Es wird ein Ben & Jerry's. Das heißt, ich fahre jetzt nochmal mit dem Fahrrad los. Ich hätte natürlich auch heute Morgen eigentlich alles zusammen einkaufen können. Aber ich wollte selbst mir nicht die Überraschung vermiesen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann schon morgens alle anrufen. Geschweige denn, ich glaube, die Hälfte hätte eh noch gepennt. Also fahre ich jetzt einfach, weil ich Bock drauf habe, halt noch ein drittes Mal einkaufen und hole mir jetzt Eis. Und wahrscheinlich heute Abend noch was Abendessen kaufe ich wahrscheinlich noch ein 5. Mal ein. Es sei denn, ich habe alles dafür da. Yes, wir fahren jetzt zum Real. Und ich hole mir meinen Ben & Jerry's in vegan Peanut and Cookie.
freue mich drauf. Es wird zwar ein teurer Spaß, aber es wird dafür lecker. Das wird es auf alle Fälle, das meine ich aber. Freunde, what's good? Sieht man, dass ich leicht geschwitzt bin? Sieht man es? Sieht man es nicht? Ich bin noch nie so schnell gefahren in meinem ganzen Leben. Ich hatte so Bock auf dieses Eis. Ich habe es jetzt zum Glück bekommen. Ich bin mega gespannt. Ich habe es wirklich noch nie gegessen. Und es gibt es echt schon ewig, glaube ich. Sie hat mir noch mal ein Bild geschickt. Und endlich komme ich auch mal dazu. Endlich bin ich auch mal cool und umweltbewusster, indem ich ein veganes Ben & Jerry's kaufe. Das nehme ich mir jetzt sowieso vor, jetzt immer ein veganes zu holen, weil die sind genauso teuer und besser. Tja. Boah. Oh, ist das geil. Die Stückchen sind, also, was man wirklich sagen muss, ich hatte ja auch eine Nachmache vom Lidl. Ich muss sagen, die Stückchen kriegen Ben & Jerry's halt einfach besser hin. Da kannst du sagen, was du willst. Aber vom Geschmack muss ich sagen, schon nice. Ich glaube, da tut es aber auch vom Lidl. Aber die Stückchen, also, ne? Machen. Ich bin ja auch pro vegan und so, aber ich finde es nicht vegane besser. Echt? Von der Textur meinst du? Mhm. Da schmecke ich jetzt gar nicht mal so einen Unterschied. Ich finde nur den Geschmack nicht so intensiv. Zeig mal. Hat doch schon lecker. Komm, für 4,99 €, Schnapper. Das sowieso. Schaut euch das mal an, das ist ja nur Cookie. Ich habe wirklich übel den Glow vom Fleisch. Ich habe wirklich richtig in Pedale getreten. Wer braucht schon Highlighter, wenn man Schweiß hat? Ich muss sagen, schmeckt aber so lecker, dass ich nicht aufhören kann. Aber wer kann das bei Eis? Not possible. Es geht immer so schnell. Und wisst ihr, bei Ben & Jerry's denke ich mir immer so, oh nein, schon 2 € aufgegessen. Ging schnell. Hi. Anna hat gerade Sport gemacht und ich habe fleißig mein Video schon mal geschnitten. Ich habe mich auch sportlich betätigt, was die Finger angeht. Super. Ich habe meine Maus bewegt. Ja, wir rufen jetzt meine letzte Maus an. Und zwar ist das meine zweitlängste Freundschaft. Nach der Freundschaft. Ich glaube, das juckt irgendwie keinen. Aber ich bin stolz drauf. Wir kennen uns auch schon seit der 5. Klasse, aber vorher hatten wir mal... Ich glaube, ihr seid jetzt wirklich verwundert, wir hatten früher Turnen zusammen. Ja, Freunde, ich habe sogar früher geturnt und bin trotzdem so scheiße im Geräteton gewesen. Nicht mehr viel übrig geblieben. Nee, gar nichts. Jedenfalls werde ich sie jetzt mal anrufen. Und ich hoffe, sie geht dran. Aber sie ist einer der zuverlässigsten Drangeher. Also sie ist immer da. Deswegen mache ich mir da eigentlich kaum Gedanken. So, ich rufe jetzt mal an. Okay. Hi. Hola, hola. Na? Ich habe mal eine ganz kurze Frage. Hast du kurz Zeit? Ja. Eine Minute. Ist nichts Schlimmes. Okay. Und zwar bin ich gerade noch am Video drehen. Ich bin noch bald fertig. Wir haben ja jetzt abends. Und du weißt, ich esse immer Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und dieses Mal habe ich mir überlegt, die Friends entscheiden. Und ich dachte, dass du vielleicht das Abendessen entscheiden könntest, wenn du Bock hast. Okay. Ja? Klingt ja sehr. Da muss ich kurz überlegen. Oha. Ja, es ist alles sehr spontan, ich weiß. Du kannst dir ruhig Zeit lassen, ich schneide das auch weg. Also lass dir alle Zeit der Welt. Also, nur Brötchen werden zu langweilig. True, ja, immer warm, eigentlich schon, ja. Ich hätte gerade Grießball, aber das ist immer morgen. Das wäre auch langweilig. Ja, seht ihr, sie guckt fleißig die Videos. Ja, genau. Du solltest doch mal Linsendal machen. Hast du ja bis heute noch nicht. Ja, oh, ja, das ist auch sowas, Freunde. Ja, seht ihr, ich mache nicht nur eure Rezepte nicht so oft nach, sondern die von meinen Friends auch nicht. Also ihr seht, ich bin nicht nur bei euch so, sondern auch bei hier meiner Freundin so. Stimmt, das hat sie mir schon letztes Jahr gesagt, gell? Ja, ich glaube, weißt du noch, keine Ahnung, 5, 6 Videos hatte. Hat sie mir gesagt? Das stimmt, oh Mann, ja, I'm sorry. Ich hab's wirklich besorgt. Dann ist das doch eine gute Überlegung. Ich schick dir ein Rezept, dann... Ja, perfekt. Vor einem Jahr nicht rausgraben. Ja, sie hat es mir auch vor einem Jahr mal geschickt gehabt. Stimmt. Oh Gott, wie komme ich rüber? Und
Hättest du noch irgendwie einen Snack für mich? Irgendwas, was du noch essen würdest? Nachtisch. Ja, genau. Schoki, Gummibärchen, Eis hatte ich schon heute Mittag. Das vielleicht jetzt nicht. Man muss ja, wenn du schon heute Mittag was Süßes hattest, dann was Herzhaftes. Ja. Ein paar Chips. Aber damit es nicht so langweilig ist, ne? Salt Manager. Ach, die mit diesem Öl. Gell, die so ein bisschen bitter schmecken. Ja, Reis und Essig. Ich glaube, ja, das feiern viele. Das habe ich auch ab und zu mal gegessen. Ja, finde ich nice. Bin ich d'accord mit. Nice. Und vielleicht kannst du noch was an Obst dazu essen. An Obst? Oh ja, Anis hat mir jetzt ganz viel eingekauft. So Plattpfirsiche. Das würde ich können. Ja, ich sage Essen Pfirsich dazu. Okay. Balance, genau. Okay. Dankeschön für die Hilfe. Ciao, viel Spaß. Danke, tschüss. Dann, das ist jetzt unser fertiges Linsendal. Freue ich mich echt wahnsinnig drauf. Also vor allem, ich weiß nicht, ob ihr es rausgehört habt, aber sie hat mir das wirklich schon seit einem Jahr die ganze Zeit empfohlen und ich habe es nie ausprobiert. Also wird es jetzt endlich mal Zeit. Und dazu gibt es hier so ein, ja, es war mal ursprünglich diese Dicke. Ich habe schon während dem Kochen ein bisschen gesnackt, ne? Und für den Arne gibt es einmal dasselbe Taste-Test und natürlich Schafskäse, ne? Was sonst? Ich habe Brot und er Feta. Hoffentlich fällt es nicht. Alles gut. Okay. Jetzt los? Yes, Taste-Test. Ist nicht falsch. Nicht? Oh, das war schlecht. Oh, dann will ich nicht heiß. Aha. Aber man kann. Ja, ist lecker. Man kann wenigstens schon losschneiden. Mhm. Sonst verbrenne ich mir immer die Zunge. Mhm. Mhm. Ja. Gell, meine Fans haben was drauf. Wenn wir was können, dann ist es Essen. Ja. Ein Team sind wir da. Der ist mega lecker. Ich verlinke euch auf jeden Fall unten. In the Infobox. Oh, ich hoffe, ich denke an eure Rezepte. Aber ihr müsst alles testen. Das Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Vielleicht müssen wir noch die Chips kaufen. Weil... Wir hatten sogar. Also heute merkst du schon. Hä? Ich bin wenigstens jetzt das letzte Mal mit dem Fahrrad gefahren. Nur jetzt habe ich keinen Bock mehr. Wir können auch hinlaufen. Finde ich cool. Kleinen Trip, dass wir uns ein bisschen mal bewegt haben. Wenigstens ich. Nicht nur meine Finger, sondern auch meine Beine. Ich muss nämlich fürs Abendessen nicht einkaufen. Hatten alles da. Das war angenehm. Bringt aber auch nichts. Jetzt, wenn wir eh nochmal los mit. Nochmal in die frische Luft raus. Hm. It's approved, ne? Oh, man sieht gar nichts, toll. Sisi. Daumen nach oben, an mir auch. So, ihr Lieben, der letzte Snack folgt. Wir waren ja gerade noch einkaufen beim Real und beim DM. Wir haben dir nämlich auch was mitgebracht, gell? Ja. Zeig mal rein. Kennt ihr die noch? Das macht nur mich scharf. Das kennt mich schon. Nee, diesmal die Schuppen. Hey. Hier halt ist da. Hey, halt gerade. Vielleicht wollt ihr das nachkaufen. Die ist mega lecker. Die schmeckt auch nicht süß, gell? Also, die ist schon süß, aber schreib's mal. Naja, so ein bisschen kakaoig, aber halt nicht so süß. Nicht so pappensüß. Angenehm süß. Wie viele Proteinsachen. Also, ich finde auch die Puddings und so, die sind alle angenehm süß. Ja, ich bin hier schon halb am Plattpfirsich-Snacken. Und zwar hatte mir meine cute Maus Lea was Obstiges vorgeschlagen, ne? Balance und Chips. Ich habe die früher echt häufig gegessen. Ich fand das mit Salt and Vinegar. Ist es Vinegar oder? Ich habe sie jetzt anders ausgesprochen. Ich sage aber auch mal Vinegar. Ich glaube, ich sage es eh falsch. Jedenfalls sind das die. Und ihr könnt mir mal jetzt in die Kommentare schreiben, ob ihr die auch mögt. Weil das mögen nicht viele. Ich klemme euch mal jetzt durch meine Beine. Sexy. Mögen, glaube ich, nicht viele. Aber ich finde es geil. Ich finde es besser auch ein. Na gut. Boah, die sind so geil. Jetzt übertreibst du wieder. Doch. Die sind Hammer. Am Anfang schmecken die so ein bisschen nach Pombeeren und dann schmecken sie einfach geil bitter. Das sind wirklich gute Sorte von Mika. Naja, sind auch von Funny Frisch. Kauft doch keinen Scheiß. Ja, das gibt so manche und die schmecken so nur nach Essig. Das ist dann nicht. Ja, die sind so in einem guten Maß. Mhm. Doch,
Ich würde mich jetzt an der Stelle von euch verabschieden. Und ich hoffe wirklich sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich fand es mega, mega schön. Es war auch irgendwie so, ich habe auch gerade beim Schneiden gemerkt, wirklich meine Stimme ging 10.000 Oktaven höher, wenn ich meine Freunde gehört habe. Ich war irgendwie dann so happy, die zu hören, weil wir vor allem gerade alle in der Klausurenphase stecken gesteckt haben und man sich wirklich wochenlang nicht gesehen hat. Ja, deswegen entschuldige ich mich wirklich für meine Piepstimme, wenn ich sie anrufe, aber genau. Ich schneide jetzt das Video weiter und ich hoffe, wir sehen uns wieder am Sonntag zu einem neuen Video, zum dritten diese Woche. Bleibt mir auf jeden Fall bis dahin munter, gesund und happy. Und genießt mir das schöne Wetter. Geht raus. Ich war wirklich oft draußen. Ich war da wirklich nur unterwegs. Aber ja, dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.